Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir die Unterbrechung nochmal, ich habe keine Ahnung, ein bisschen angefangen und ja, wir sind durch die Gegend gelaufen, haben ein bisschen Nebenquests gemacht, haben ein paar alte Bekannte wieder bekämpft. Einen davon, von dem wir zum ersten Mal begegnet sind im letzten Part und ja, zusammen. Ich habe mir von den Dragon Ballers gewünscht und ja, da sind keine neuen, denn der hat uns ja voll reingelegt. Wir konnten drei Wünsche äußern, aber wir konnten uns nichts was Besseres wünschen, so wie er gesagt hat. Also keine neuen Wünsche, keine du kannst jetzt Freezer wieder beleben und so oder irgendwas anderes Tolles, ne? Ganzen Standard Dinger hier. Du kriegst mal Zenny. Der Wunsch hieß, du wirst steinreich und ich krieg 50.000 Zenny. Ja, super. Das ist nicht steinreich. Ja, habe ich ein paar Items bekommen und Medaillen. Das ist das Einzige, was du hier wünschen kannst. Dabei will ich doch nur eines. Kinder zu Katamantugaushi. Okay. Hier ist eine Nebenquest. Bulma. Ich glaube, alle Nebenquests sind so Level 55 irgendwie so, ne? Hi, Bulma. Oh, hallo Son Gohan. Was machst du hier? Na ja, also mein Vater ist vollkommen in seine Arbeit vertieft. Wenn du Zeit hast, könnte ich wirklich deine Hilfe brauchen. Wäre das möglich? Ja, aber sicher. Warum ist wohl immer so putzig in dieser Cutscene? Der verrückte Wissenschaftler. Was? Ja, wenn es in Ordnung ist, dass ich helfe. Danke, du hilfst mir sehr. Das hilft mir sehr. Also, wobei brauchst du denn Hilfe? Naja, es geht um meinen Vater. Hier sind alle Ressourcen erschöpft. Ich könnte es an diesen anderen Ort versuchen, aber wie lange würde das dauern? Siehst du, das geht schon eine ganze Weile so. Sobald er sich in irgendwas hineinstößt, dauert es ewig, bis er da wieder rauskommt. Er ist ganz allein hierher gekommen. Ich hatte Schwierigkeiten, ihm zu folgen. Aber ich bin es leid, mich damit abzugeben. Also hoffe ich, dass du mir helfen kannst. Erledige ihn. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht, was ich für einen Forscher wie ihn tun kann. Entspann dich, das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich möchte nur, dass du ein paar Materialien für ihn sammelst. Okay, das schaffe ich. Hey, Papa. Hey, Papa. Was ist? Hast du mir noch ein Enkelkind geschenkt? Was? Wofür hältst du mich eigentlich? Für eine Babyfabrik? Ich habe jemanden gefunden, der hilft. Hier, sag ihm, was du brauchst. Mal sehen. Habe ich wahrscheinlich schon alles. Ne, pass auf. Hat Dragolith. Großes Dragolith. Massiges Drag. Dogmalit. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dracolit Dogmalit. Das sollte alles sein, was ich gerade brauche. Ich weiß, was du denkst. Was sollen diese ganz verwirrenden Namen, richtig? Und alles davon findet sich am selben Ort. Jedes Mal, wenn ich es bestelle, wird es dann die falsche Adresse geliefert. Ich dachte mir, es wäre schnell, die Sachen einfach selbst zu besorgen, aber hier ist nichts mehr. Es gibt einen anderen Ort, an dem es sich befindet, was ich brauche. Allerdings ist für mich ein bisschen zu weit weg. Okay, ich kann das für dich übernehmen. Danke, ich markiere den Ort auf deine Karte. Viel Glück da draußen. In der Nähe des Orts, den ich gerade genannte, gibt es einen Bergarbeiter, der sich mit Mineralien auskennt. Rede mit ihm. Alles klar. Wenn es sonst nichts ist, ne? Ist das hier schon? Ja, ne? Ja, okay. Ich dachte von dir aus, ja, nö, also nein, und ich habe Vegeta und Piccolo im Team genommen, weil macht ja sowieso keinen Unterschied. Und irgendwie dieses unter dem Radar Fähigkeit funktioniert auch nicht so, wie ich mir halt vorgestellt hatte. Ich werde immer noch von den Gegnern gesehen, also ja, das ist ein bisschen doof. Also gibt es halt wirklich keinen Grund, die in mein Team mitzunehmen. Deswegen gehen wir weiter mit unseren überpowerten Charakteren, damit die Kämpfe ja schneller vorangehen. Weil wenn die sowieso Erfahrungspunkte geben, dann macht das überhaupt keinen Sinn, die überhaupt mitzunehmen. Also, sie haben überhaupt keine Daseinsberechtigung. Ich bin auch hier, Son Gohan. Was? Okay. So. Suchst du was Bestimmtes? Hartstein findest du da drüben. Große Steine findest du da drüben. Massige Steine findest du da drüben.
Das war voll die Hilfe, ey. Ohne die Medaille. Die habe ich nie übersehen. Ich suche das, finde es irgendwo da. Also Zahl ist Dogma Lied. Wie, das kann es nicht sein. Das große Dragolied. Wait, war doch nicht. Großes Dragolied. Dorgalied. Was? Oh mein Gott. Und das Dogma Lied, Dragolied. Wo weiß denn der denn? Das ist, steht das alles irgendwie da drauf oder was? Los, aber nein, Maske ist Dragolied. Maske ist Dragolied. Spiel, boah, was zum? Ich sammle einfach so viel ein, bis ich immer das Richtige habe. Boah, was? Weil mich hier ist nur ein einziger Stein, der genau der richtige ist, ne? Was? Boah, irgendwann muss ich schon das Richtige finden, kommen. Ja, verarscht mich das Spiel gerade. Ich habe so viele Dinge ein bis. Irgendwann werde ich ja wohl das Richtige finden. Was ist das? Oh, da war so der Richtige. Also warum irgendwie gezielt hier suchen, wenn man sowieso alles einsammelt und ja. Irgendwann wird schon richtig sein. Ich hau den einfach den ganzen Stein gegen den Kopf. Ist das das Richtige? Ist das das Richtige? Ist das das Richtige? Wo ist der Rest hier unten? Ja. Ja, komm. Gut, zurück. Voll vernervt hütend. Ich habe die Sachen, die du brauchst. Oh, danke sehr. Muss halt den Gegenstand übergeben. Dann schaut sich das mal an. Das ist alles, was ich brauche. Gute Arbeit. Weißt du, Bikini, deine Mutter hat mir immer bei solchen Sachen geholfen. Allerdings hat sie auch nie das Richtige gebracht. Heißt sie wirklich so? Habe ich nicht gewusst. Einmal kam sie mit der Dynamit, dann als ich sie um Diamanten gebeten habe. Ist das zu fassen? Ja, Mama würde dieses Mal wahrscheinlich das gleiche machen. Oder vielmehr würde sie es auf jeden Fall machen. Tja, so ist sie halt, deine Mutter. Aber es war ihre, sagen wir mal, unorthodoxe Denkweise, die mich dazu gezwungen hat, über den Tellerrand zu schauen. Dadurch hatte ich einen freien Kopf und konnte die meisten, wenn nicht sogar alle meine Empfindungen fertigstellen. Man könnte also sagen, dass ihre Fehler eigentlich ziemlich hilfreich waren. Wow, wirklich? Warte mal, dann hätte ich also gar nicht die richtigen Sachen bringen sollen? Warte, ich finde was, wonach du nicht gefragt hast. Bleib da, das ist nicht nötig. Hä? Alles gut, die richtigen Sachen zu bringen war völlig normal. Auf jeden Fall danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Mein Vater sollte jetzt versorgt sein. Ja, das ist alles, was ich brauche. Bleibt nur noch eine Sache. Und die wäre? Ich muss rausfinden, was ich mir während der Arbeit anhöre. Da bekommst du sicherlich auch alleine hin. Okay. Okay. Weiß nicht. Warum kommt die Mutter eigentlich nicht vor? Warum kommt die nicht eigentlich vor? Ist auch relativ wichtig, würde ich sagen. Bäume und Trunks, alles klar. Ah, nächste Mission. Drei sind noch übrig. Gottes Versteck. Ja, warten wir mal. Gehen wir mal zum Kami aus. Zum Kamlomla aus. Max Power. Kamlomla. Damals in, wie heißt das Spiel nochmal, Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Ja, wenn man den Cheatcode für die zusätzlichen Charaktere eingegeben hat, Ultimate Battle 27.
Da haben die voll den Fehler gemacht. Im Intro hat man gesehen, wie irgendwie Son Goku und Vegeta die Potara-Ohrringe getragen haben. Und dann haben sie sich um Gogeta verwandelt. Voll der Fehler, ey. Ist unverzeihlich. Konnten wir sowas machen, ey. Das ist unfassbar. So, boom. Wofür brauche ich die Medaillen eigentlich? Die geben irgendwie nie aus. Hi, Kalin. Oh, hey, Son Gohan. Was ist los? Sie sieht ziemlich weggetreten aus. Weil ich tue mir nie irgendwie die Missionsbeschreibung anlesen. Wozu soll ich mir auch anlesen, wenn mir sowieso jetzt gerade erklärt wird? Son Gohan, hast du vielleicht mal kurz Zeit? Anscheinend hat Krillin Probleme, nicht mehr an C18 zu denken. Nicht Mut Roshi. Ach, das hat dir zu schaffen gemacht. Du hast sie seitdem nicht mehr gesehen, oder? Nein. Dann versuch doch einfach ihr selbst einen Besuch abzustatten. Das würde ich ja, aber dass sie keinen Key besitzt, habe ich keine Ahnung, wo ich sie finden kann. Oh ja, richtig. Krillin, über dir. Über mir? Das ist C18. Ich bin gekommen, um dir dafür zu danken, dass du die Bombe aus mir entfernt hast. Ich dachte, ihr will sich nicht bedanken. Du musst dich nicht bei mir bedanken. Na schön, dann gehe ich. Moment mal. Was willst du denn jetzt? Naja, weißt du, ich war, wenn du es nicht ausspuckst, bin ich weg. Warte, würdest du mal mit mir ausgehen? Ja, das könnte ich tun. Wirklich? Ich komme morgen zurück. Super, Kalin, du hast ein Date. Ja, ja, aber ich glaube, ich träume. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie ja sagen würde. Also, was soll ich tun? Ich muss dafür sorgen, dass das Date morgen gut läuft. Wenn du dir solche Sorgen machst, hol dir doch den Rat von Yamshu in der westlichen Hauptstadt. Er hat mehr Erfahrung mit Frauen als irgendjemand sonst, den ich kenne. Außerdem hat er auch nicht sehr gerade Erfolg mit. Also, ja. Du hast recht, vielleicht besuche ich ihn, ja. Ausgerechnet Yamshu. Der baut aber den meisten Mist mit Frauen, also. Was zum Teufel? Sein Kill-Death-Count ist miserabel mit Frauen. Aber okay. Ich meine, selbst Son Goku hat es geschafft, eine Frau zu finden. Das sagt schon mal aus. Das ist echt peinlich. Wenn du so darüber nachdenkst, ey. Yamshu. Hey, Son Gohan. Hey, Krillin, was ist los? Wir brauchen deine Hilfe. Krillin hat morgen ein Date mit C18. Ach ja, du Fuchs. Ja, ich hatte gehofft, dass du mir sagen könntest, was ich tun muss, um das Date so reibungslos wie möglich über die Bühne zu bringen. Du willst also ein paar Tipps? Naja, sie ist ein Cyborg, also habe ich keine Ahnung, worauf sie steht, aber als allgemeine Regel solltest du einen Vor immer in ein teures Restaurant ausführen. Jeder isst gerne was Gutes. Blumen, Schmuck, Themen, verstanden. Aber ich weiß nicht, ob ich genug Geld für alles habe. Ich würde ja was leihen, bin aber gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Ich habe Unmengen bezahlt, um meinen Freundin eine tolle Kette zu kaufen. Ich muss eine Möglichkeit finden, für mehr Geld zu verdienen. Wenn du es doch nur ein Turnier mit einem Geldpreis geben würde. Ja, das wird nicht einfach. Gehen wir erstmal zurück zum Kami-Haus. Wow. Die haben schon nicht irgendwie zufällig gerade vorbeischauen können im Kami-Haus. Der hat ein bisschen einfach gemacht. Jetzt müssen wir extra noch mal zurückgehen. Im Gegensatz zu Son Goku kann ich mich nicht teleportieren. Er ist der einzige, die so eine, der so eine broken Fähigkeit hat, ey. Wenn es nur ein Schatz oder sowas in der Art geben, den wir finden und verkaufen könnten. Aha, so viel Glück werde ich auf jeden Fall nicht haben, auf keinen Fall haben. Wobei ich vielleicht einen Ort kenne, an dem du einen Schatz finden könntest. Was? Wie meinst du das? Ich habe neulich eine Höhle entdeckt, als ich ein Picknick machen wollte, aber als ich sie betrat, wurde ich von einem Totenkopf-Robo angegriffen. Die von der Höhle konnte ich etwas Funkelndes sehen. Ich glaube, das war vielleicht eine Schatzkiste. Ich habe den fertig gemacht und bin dann abgehauen. Wenn du den Totenkopf-Robo besiegen kannst, findest du vielleicht einen Schatz. Das ist nicht toll, Kalin? Brech mir sofort zu dieser Höhle auf. Klar, es könnte meine Möglichkeit sein, ein erfolgreiches Date mit C18 zu haben. Position der Höhle, okay. Krillin, okay, Krillin muss immer der Trupp sein. So. Ist nicht hier, ehrlich, was denn das schon wieder gefunden?
muss halt sein, ne? Jeder Stelle auch beliebig auf der Weltkarte hier hin, aber ich habe es nicht gelesen. Auch Benno ist Mahlzeiten, um deine Grundwerte zu erhöhen. Ach, ich habe noch nie gegessen. Ich glaube, ich habe echt noch nie gegessen in diesem Spiel. Doch einmal, glaube ich, am Anfang im Tutorial. Und das war es auch schon. Mist, verdammt. Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Ort auch, ne? Ist sogar. Alles klar. Da lang. Da ist eine Höhle irgendwo. Sind wahrscheinlich auch überall die mit einem. Warum suche ich hier auf? Ich habe noch irgendwie 500 von denen. Und schon Level 57 mit denen Charakter. Kommt mir bis jetzt alles noch leisten, bis auf diese einen neuen Fähigkeit, wo ich irgendwie so Silbermedaillen brauche oder so. Von dem ich nicht weiß, wie ich sie bekomme. Also ja. Jetzt hatte ich noch keine Probleme, irgendwie was zu kaufen mit den Dingen, obwohl es irgendwie so heißt, ja, du brauchst hier Dinger, um Sachen zu kaufen und so. So, hier rein. Hier ist eine Höhle. War ich schon mal hier drin, ne? Das könnte die Höhle sein. Ah, Krillin, pass auf. Level 56. Wow. Oh, Krillin, du machst einen Schaden. Bedeutet jetzt die 18. nicht mehr. Wartgesicht, ey. Und gegen die Wand geklatscht. So, ist erledigt. 53, kein Ding. Aua. In die Fresse und. Ey. Nicht hauen. Aua, nicht hauen. Da komm her und weg bitte. Cool. Das war einfach. Und wir sind praktisch einige Schatzrunden am liegen. Schau mal, Krillin, das sind richtig viele Schätze. Hast du wohl recht, das ist ja unglaublich. Mit so einem Schatz kannst du zuerst ein Geschenk kaufen und sie in ein schönes Restaurant ausführen. Danke für deine Hilfe, Song geworden. Die Hälfte der Schätze gehört dir. Du musst nicht mit mir teilen, Krillin. Wenn dein Date morgen gut läuft, gibt es bestimmt noch ein zweites und dann brauchst du noch mehr Geld. Irgendwann wirst du also alle Schätze selbst benötigen. Wow, Song geworden, danke. Danke vielmals. Das werde ich nie vergessen. Hey, ist kein Ding. Wir haben schon so viel zusammen erlebt. Du hast es verdient. Du bist schon ein paar Mal gestorben und so. Son Gohan weiß nicht, wie es ist. So, ich will eigentlich noch, boah, ich wollte mich nur in der Höhle umsehen. Da waren bestimmt einige Sachen. Jetzt muss ich mir die Cutscene angucken, wie das hier läuft, ne? Also ich rate, der Date wird ein Reinfall. Irgendwie so was. Wir haben alles umsonst gemacht. Ich weiß, sie hat das schon kommen. Am nächsten Tag. Ich hoffe, die 18 kommt auch. Tja, man muss vom, wenn man vom Teufel spricht, anscheinend ist sie da. Okay, kleiner Mann, ich bin hier. Bringen wir es hinter uns. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe einen Tisch in einem netten Restaurant reserviert. Restaurant? Ich bin ein Cyborg. Ich muss eigentlich nichts essen. Wirklich? Tja, wenn du den Tisch schon reserviert hast, dann komme ich eben mit. Danke. Ja, es sieht gar nicht gut für die beiden aus. Es läuft gut zwischen den beiden. Okay. Wohl aufgestiegen. Krillin. Kuririn wurde aktualisiert. Warum wird er so geschrieben? Warum wird er so geschrieben? Kuririn. Ich weiß, es ist die englische Sprachausgabe, aber trotzdem. So, oh, wir haben ja eine Menge Sachen, die ich vielleicht lernen kann mit 40 und so. Wäre vielleicht nicht schlecht. So, Karte. Mein Gott. Wie geht das Spiel noch mal?
So, Gottes Versteck, der dazu einfach zu finden ist. Gehen wir erstmal hier hin. Ich spare mir Gottes Versteck erstmal auf, weil er kann ja nur dieses eine Gebiet sein, da muss ich nicht lange suchen. Nach Dende meine ich, also da weiß ich, wo ich hin muss, was ich machen muss, also was ich machen muss nicht, aber wo ich hin muss. Das dauert nicht so lange, hoffentlich. Dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Wie viele Missionen haben wir? Ich glaube, wir haben sogar noch drei, ne? Ich sehe nur noch zwei Sachen auf der Karte. Außer, nö. Okay. Nachher irgendwie ein Koch oder so ist wieder in Schwierigkeiten, irgendwie so was, ne? Ich mal gelesen so in der Beschreibung. Dann wieder diese eine, die wir schon mal gerettet haben, ein, zweimal. Ach, Hilfe. Mit so einem Moms nicht so ein riesiges. Bitte rette mich, diese Freaks sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Habe ich angegriffene Dorfbewohnerin. Keine Angst, um die kümmere ich mich. Als bin nur ich hier, ey. Gruppe wurde schon wieder geändert. Da kommt mal her, ich habe keine Zeit für euch hier. Komm. Das ist jetzt auch so ein Explosionsangriff, ey. Das ist gut. Ja, doch keine Chance hier. Boom. 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 Sei mal noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Ich habe kein Key von MP oder TP sagen. Falsche Spiele. Falsche Rollenspiele. Weg, 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 weg. Oh, er ist noch im Leben gewesen. Yep. Theopatsche mache ich von Meister Kaio natürlich. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Oh, vielen Dank. Ich dachte schon, das wäre es gewesen. Moment mal, wer bist du? Ich bin ein Retter. Was? Ach, ich bin Son Goran. So wie meine Haare aussehen, hast du mich wohl nicht erkannt. Ach, du hast recht, du bist wirklich, wow, du bist wirklich ganz anders. Ah, es ist viel passiert. Wow, du bist aber ganz schön oft angegriffen. Es ist einfach furchtbar. Meinst du, das liegt wieder an meinem Essen? Riecht es wirklich so gut? Nein, weißt du was? Mit denen stimmt was nicht. Die müssen dich für einen wandelnden Supermarkt halten. Meinst du das wirklich? Das war ja schrecklich. Sei einfach besonders vorsichtig, wenn du was zu essen dabei hast. Womit habe ich das verdient? Ich will doch nur was Leckeres kochen. Also, ich gehe da mal, pass auf dich auf, okay. Halt, du darfst noch nicht gehen. Ich muss dir noch für meine Lebensrettung danken. Bitte nimm das. Fleischglücks Gang Rezept. Und Ei. Was? Bist du ja auch ganz sicher? Absolut, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dir weniger geben würde. Vielen, vielen Dank. Nein, ich danke dir. Sollte ich nochmal angegriffen werden, ziehe ich darauf, dass du mich rettest. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie nochmal angegriffen wird. Da kam schon, letztes Mal, als ich angegriffen wurde, das war Jahre her, okay. Kannst du jetzt nicht, ist jetzt nicht gerade sehr oft, die wurde irgendwie einmal alle paar Jahre angegriffen. Aufgestiegen, wer ist aufgestiegen? Ich habe doch niemanden in meiner Gruppe. So. Pico-Shan, ja genau. So, nächste. So, das wäre nur noch Dennis Versteck, ja, Gottes Versteck, Entschuldigung. Aber denn der ist ja Gott, ne? Ist genau gleich, läuft auf das gleiche hinaus, ne? Die beide grün. Und Cell auch, der ist auch Gott. Ja, keine Ahnung. So, ist die letzte Mission. Ich meine, da war noch eine übrig, irgendwie. Ich wollte schon sagen, ja, da muss ich wahrscheinlich erstmal hier weitermachen, ne? Ich wollte schon sagen, eine wurde doch erst freigeschaltet nach einer Zeit. Oh, Son Goran, willkommen. Wie sieht's aus, Dende? Ich habe gerade ein paar Anpassungen im Raum von Geist und Zeit vorgenommen.
Kummer des Raums von Geist und Zeit. Brauchst du Hilfe? Und es wäre wunderbar, würdest du was tun? Was Veränderung nimmst du denn vor? In der Kammer haben momentan maximal 2 Leute Platz. Ich hoffe, wir steigen sollen können. Wenn man denkt, wie stark unsere Feinde in letzter Zeit sind, finde ich, dass eine Verbesserung angebracht ist. Mein Gott, denn der denkt echt nach über die Zukunft. Ich verstehe, keine schlechte Idee. Du meinst Vorsicht besser als Nachsicht. Wenn es nichts ausmacht, ich bräuchte tatsächlich ein paar Gegenstände für die Verbesserung. Phantomsand, grüner Kristall und roter Kristall. Und das wären alle. Ich glaube, den Phantomsand findet man bei Yamshu in der Nähe. Wenn du immer Informationen über die anderen Sachen benötigst, solltest du mit Mr. Popo reden. Alles klar, bin gleich wieder da. Du könntest mir auch direkt sagen, du stehst direkt neben mich. Danke für deine Hilfe, Son Gohan. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. So, okay, Phantomsand habe ich mir schon gedacht. Ich noch nicht. Bei Yamshu in der Nähe. Meinst du bei Yamshus Versteck oder? Vielleicht weiß ich, was du findest. Wo du findest, was du benötigst. Habe ich schon, habe ich schon. Boah, wo finde ich dann eine? Man findet mal bei Yamshu in der Nähe. Was meinst du mit Yamshu in der Nähe? Bei dem seinem Versteck oder was? Okay, gehe ich mal zu Yamshus Versteck. Also bei Yamshu in der Nähe, also bei Yamshus Bude oder bei Yamshu, wo weiß ich ein bisschen, wo der jetzt gerade ist. Ey. Okay, sag einfach Yamshus Versteck. Warum tun sie sich eigentlich alle so darüber streuen, irgendwie hier die Dinge hier zu nennen, hier die Gebiete? Okay. Also, ich nehme jetzt mal an, hier irgendwo, ne? Beim Phantomsand, also hier ist Sand, also ich meine, hier ist richtig, ne? Wahrscheinlich ein dieser Dinger hier, ne? Also hier machen wir ganz einfach. Bonk. Oh, ja, ja, am Schuh. Da nix drin. Ich habe Son Goku zum ersten Mal getroffen. Versuchen an den Dragons haben wir damals einige verrückte Abenteuer erlebt. Ach, schöne Erinnerung. Ich hätte nie gedacht, dass wir uns als Freunde so lange kennen würden. Am Schuh sah so cool aus, als er noch lange Haare hatte. Ich habe noch meine Trainingsausrüstung hier. Du kannst sie gerne haben, wenn du willst. Okay, cool, danke. Ich habe dein Haus kaputt gemacht, hast ja nichts dagegen, ne? Oh. Hab ich noch nie gesehen. Ich meine, da steht ja am Schuh dran, ne? So. Wo bin ich jetzt im Phantomsand? Mach mal hier alles kaputt. Dann wird das schon einfach zu finden sein. Also ich bin gerade auf Versuch nach Bad Yamshu. Du könntest mir ruhig helfen. Ne? Ja, was haben wir denn da? Also, boah. Dreck. Okay, wir sind ja in der Wüste und wie es der Zufall will, ist Yamshu in der Nähe. Also muss ja irgendwo hier. Ein Schusshaus kann ich nicht kaputt machen. Uff. Hey! Warte mal, da ist was Blaues. Warum ist denn das jetzt da? Er war vorhin nicht auf der Karte. Boah, Verarschung. Und oben sein. Okay. Oh, echt. Piep, piep, pup. Hä, wie bitte? Hey, du hast schließlich den Streit begonnen. Beep, beep, beep. Wenn du in meine Faust reinlaufst, dann... Na, da wollte ich nicht. Alter. Okay.
Lass mich los. Ja, was sind das für Dinger, die hier überall sind? Das wäre jetzt viel einfacher, wenn ich andere Charaktere hier habe. Männlichster Charakter ein Wein muss jetzt fallen einen pinken Strahl ab. Ich hab schon mal angesprochen. Nee, ne. So, ja. Und stirb, Gott. Ja. Unglaublich, wie böse die waren. Hat fast so böse wie Cell waren die. So, ja. Ich habe den Lieferjungen für dich gespielt. Gott, wenn das dein Name ist. Sei ruhig Stuhlbann. Gott. Ja, ich habe den Stoff. Ich bin wieder da, Dende. Vielen, vielen Dank, Mr. Popo. Natürlich, überlass mir den Rest. Boah, das dürfte reichen. Die Kapazität des Raums wurde erhöht. Ich habe mir auch einige Freiheiten bei der Dekoration erlaubt. Das ging schnell. Natürlich, im Raum wird der Zeitfluss beschleunigt. Ah, okay. Im einen Augenblick draußen sind Stunden drinne. Ganz genau. Aber selbst außerhalb ist Mr. Popos Arbeit in Sachen Qualität und Tempo herausragend. Jetzt werde ich aber nicht rot. Möchtest du mal hineinschauen? Warum nicht? Danke. Wie war es? Es war genau das gleiche. Wie war das Essen? Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, nein, das Essen ist wirklich dasselbe. Schmeckt es dir nicht? Ich will mich ja nicht beschweren, aber besonders lecker ist es nicht gerade. Ah, möchtest du vielleicht etwas Schmackhafteres? Eigentlich schon, ja. Tut mir leid. Alles klar. Ich werde darüber nachdenken, den Raum darf nicht allzu gemütlich sein, sonst wäre es ja kein richtiges Training. Vergiss es. Hä? Mr. Piccolo? Ja, du bist doch bei uns in der Gruppe, hallo? Krieger haben nicht deinen Luxus, rund um die Uhr fein zu speisen. Wir müssen alles geben, egal unter welchen Umständen. Deswegen trainieren wir. Ja, Sir. Ach, und noch was. Wenn du auch nur irgendwas Leckeres im Raum einlagerst, hast du Son Goku schon verschlungen, bevor du wieder draußen bist. Nervöses Lachen. Dann sollten wir lieber alles so lassen, wie es ist. Einverstanden. Das ist eigentlich voll krass. Stell dir mal vor, du hast so einen Raum, denn dann kannst du voll irgendwie viel Freizeit haben. Du kannst ein Jahr lang Freizeit haben. Und kein Tag vergeht. Okay, ein Tag vergeht. Draußen. Da, was ist jetzt los? Wieder Gottes Versteck. Ah ja, Mr. Popo jetzt, ne? Wo ist er? Wo ist er? Okay, ich teleportiere mich nochmal hin. Ja, ist das noch nicht? Doch. Gottes Versteck. Prüfe einen Abschluss bestimmter Nebenstories. Wo ist er denn? Nehmen wir das. Da muss ich jetzt extra den Bereich noch mal wechseln oder so. Und dann gehe ich mal hier hin und meine Bohne ab. Dann komme ich wieder zurück. Du kannst nichts dagegen machen. Hi. Hallo, Bohnen Daddy. Und jetzt können wir wieder rein. Wie Mr. Popo steht da nicht mit der Mission. Sonst versohl ich den im Popo. Fuck. So, da. Ich muss mehr Material sammeln, okay. Was geht? Entschuldigung, kann ich dir helfen? Oh, also ich habe mich nur gefragt, wie es dir wohl geht. Mir geht's gut, mir geht's immer gut. Aber es ist trotzdem schön, dass du da bist. Ich möchte dich etwas fragen. Wirklich?
Ich würde unseren neuen Wächter gerne ein paar Möbel bauen, die zu seiner Statur passen, aber dazu brauche ich Materialien. Allerdings bin ich gerade sehr beschäftigt. Könntest du sie mir vielleicht besorgen? Ja, aber natürlich. Wächter als Hausmeister. Ich helfe gerne, denn er ist ein guter Freund von mir. Danke. Was soll ich besorgen? Also ich brauche etwas Holz. Aber der Wächter Erde und ich dürfen keine Lebewesen töten. Das heißt, Holz von unnatürlichen gefällten Bäumen kommt nicht in Frage. Aber wir können Holzschnitzel von Bäumen nehmen, die umgeweht wurden oder durch andere natürliche Ursachen gestützt sind. Okay, bist du sicher, dass Holzspäne ausreichen? Brauchst du nicht eher Nägel? Ich bin ein geschickter Anfänger. Wenn du mir genug Holzschnitzel besorgst, kann ich daraus Möbel bauen. Das habe ich auch schon für die letzten und die vorletzten Wächter so gemacht. Das gleiche immer sehen, was ich tun kann. Wenn du mir eine gewisse Menge gemacht hast, schenke ich dir etwas. Habe ich sowas? Nö. Sammle als Zongoan Holzspäne. Ja, von natürlicher Kälte. Wie soll ich denn das machen? Schlucht, genau. Ich würde beim Fluss in der Schlucht. Was für eine Schlucht? Fluss in der Schlucht. Was für eine? Fluss in der Schlucht. Nee. Hier? Ne, nicht da. Boah. Okay. Was meint er mit einer bestimmten Anzahl? Oder soll ich ein bisschen was für eine bestimmte Anzahl du haben willst? Ey? Schon wieder so eine Quest, die könnte jetzt hier wahrscheinlich Ewigkeiten dauern, wenn ich Pech habe. Fluss in der Schlucht, also hier ist kein Fluss, da wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. So, auf der Karte wird gerade was angezeigt. Ich wollte eigentlich hier hin. Da ist eine Schlucht, ne? Songoans Haus ist Großvater Songoan natürlich. Oh, ja. Ja. Mikrofon ausrichten. Keine Ahnung. Schon wieder so eine Mission wie mit den Fischen, ja. Muss erst mal wieder nachgucken, wie das geht, ne? Wahrscheinlich. Das dann kapiere ich jetzt vielleicht. Fluss in der Schlucht. Ich habe noch nie die Dinger bekommen, also nehme ich mal an, die spawnen jetzt. Fluss in der Schlucht, warte mal, Schlucht, da. Da sind doch keine Bäume. Ich nehme an, die werden irgendwie so, weiß ich nicht. So angezeigt irgendwie. War schon wieder nicht so viel Information, finde ich, oder bin ich mir wieder nur ein. Ja. Irgendwo. Ja, wird schon wieder so eine nervige Mission, habe ich so gefühlt. Sind Fische drin, ne? Die Holzspäne. Südöstliche Inseln, ich bin noch gar nicht da. Doch, ich konnte sogar dadurch. Habe ich jetzt nicht mitgereicht, ehrlich gesagt. Die einzige Information hat der mir jetzt gegeben hat, ist am Fluss in der Schlucht. Was zum ist irgendein Ort der Schlucht heißt. Gebirgebereich.
Schluchtbereich da. Er hat Schlucht im Namen, das muss doch da sein. Muss mir schon ein bisschen mehr Informationen geben, Kollege. Das ist ganz schön miese Arbeit für einen Wächter von Gott, ey. Kollege. Woher soll ich bitte wissen, dass ich eine bestimmte, was für eine bestimmte Anzahl ich brauche, damit ich ein Geschenk kriege? Ich nehme an, mit bestimmter Anzahl meinst du jetzt die 15 Stück? Woher? So. Ich nehme an, hier in der Schlucht ist hier unter Wasser irgendwie. Ich habe nichts davon eingesammelt irgendwie. Ja, das kam. Ich sage, wer wird nicht meine Lieblingsquest werden? Golderz. Wir haben einen Baum umgeflogen und da habe ich Golderz von bekommen. Warum habe ich das nicht bekommen? Weil der irgendwie so blöde Moralen hat, ja, wir dürfen keine Bäume fällen. Wenn so ein Naturterrorist ist oder was. Wie sieht's hiermit aus? Hey, Holzstück, zwei Stück. Okay, ich habe zwei gefunden. Also hier bin ich schon mal auf der richtigen Spur, nehme ich an. Gut. Also bei so Holzdingern, die schon kaputt gegangen sind. Ich muss also sagen, das ist auf natürliche Weise passiert. So ein ganzer Baumstamm ist ins Wasser gefallen. Das ist irgendwie nicht so, macht für mich nicht so Sinn, aber ich habe keine Ahnung von Natur. Ich mache eher Natur kaputt, anstatt mich um Natur zu sorgen. Du, komm mal her. Eine Wüstengazelle brauche ich noch. Das ist das Einzige, was mir in der Tierwelt noch fehlt, ja. In der Enzyklopädie. Ich hätte gedacht, das wäre eine Wüstengazelle. Aber nö. Im Wesen sind ja keine Gegner, die mir auf den Nerven gehen. Weiter geht's. Da. Schon von Weitem gesehen. Was machst du jetzt? Ja. Noch ein. Das darf jetzt nicht wahr sein. Oh, ein Dragon Ball. Nein, Dragon Balls schmecken nicht Son Gohan. Ja, kann es nicht sein, ey, dass mir jetzt einer fehlt. Haben wir falsch geskriptet oder was? Ich hoffe, wir respawnen wieder, ey. Okay.
Warum ein Ding? Das darf jetzt nicht wahr sein, ne? Oh, was ist das denn? Nicht kaputt gemacht? Doch. Ich habe echt noch nicht kaputt gemacht. Ein Ding, ey, halt. Gibt's jetzt nicht, ey. Aber Nervtöten ist schon wieder, ey. Muss ab jetzt so eine nervtötende Mission, ey. Ich hab's gewusst, ey. Ich ein Duell vor denen schon vorher hatte und der mir schon seine blöde Beschreibung gibt. Muss halt ja so was kommen, ey. Okay, komm hier oben irgendwo. Nö. Und hier endet das Gebiet. Ah. Also was hier? Jetzt irgendwie daran liegt, dass die nicht die richtige Anzahl da irgendwie reinprogrammiert haben oder so. Ne, dann, oh. Darf einfach nicht wahr sein, ne? Egal. Was ich jetzt geplant habe, ist, ich gehe jetzt noch mal einmal hier hin und dann gehe ich noch mal zurück zu dem Ort. Außer gibt es auch irgendwo einen Fluss. Hier ist ein Fluss. Gucken wir mal da. Keine Ahnung. Das Gebiet da. Vielleicht finde ich ja da was. Ich weiß jetzt, wonach ich suche. Da kommen irgendwelche kaputten Bäume. Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, alles klar, gehen wir mal zurück direkt. Warte mal hier, ne? Gut. Na, dann mal los, ja. Tot langweiliger Part, habe ich so das Gefühl. Wir sind die letzten 10, 20 Minuten hiervon. Aber was soll's. Wenigstens weiß ich so ungefähr, was ich machen muss. Aber das funktioniert jetzt auch, weil sonst wird das ganz schön nervig. Okay. So. Geht doch nicht respawnen. Will ich jetzt hier verarschen? Ich habe irgendwo einen verpasst wahrscheinlich. Wo? Gibt's jetzt nicht, ey. Und jetzt hier irgendwo einen versteckt, den ich nicht auf Anhieb sehe oder was, ey. Wenn ruhig mal mehr von den Dingen hier packen können und nicht nur ganz genau 15. Sachen in diesem Spiel zu finden ist so schwer, ne? Allein die D-Medaillen, mir fehlen in fast jedem Gebiet nur 10, 20 D-Medaillen. Und ich suche alles ab in dem Spiel. Stehe nicht, das sind die best versteckten Collectibles aller Zeiten. Oh, geht weg.
Jetzt gehen wir die ganzen Gegner ja noch auf den Nerven. Boah, ich werde jetzt nicht den Part beenden, dann noch hier extra reinschneiden oder irgendwie so was. Wird schon gerne jetzt auch noch erledigt kriegen, ja. Ja, vielleicht nicht wahr sein, ey. Komm schon. Muss respawnen. Das gibt's jetzt nicht. So ein Ding. Blöde Verarschung, ey. Da bin ich schon wieder voll nervig gerade. Hi. Darf nicht wahr sein. Aber schon irgendwo muss ich das übersehen haben. Komm. Ja, ich habe keine Ahnung. Super. Wir haben liebsten auch jetzt hier suchen, aber die ganzen Gegner, die gehen mir die ganze Zeit auf den Nerven. Ich kann ja nicht irgendwie die Gegend absuchen, während ich so durch die Gegend düse. Mein Gott, ey. Ein Ding, ein einziges Ding. Reichen die Dinger schon? Meint er mit, ich gebe dir ein Geschenk, wenn ich alle 15 bringe oder so? Oh. Da, warte. Da muss einer sein. Jawohl. Oh Gott, ey, zum Glück. Ich habe auch noch hier erledigt, ey. Durch drei Stück. Aber er hat gesagt, wenn du mir eine bestimmte Anzahl gibst, ne? Gut. Meint er jetzt mit bestimmter Anzahl die 15, aber wenn oder jetzt noch mehr? Das verwirrt mich jetzt gerade. Jetzt extra noch mal hier durch, da rund sich auch noch so ein Ding, glaube ich. Hier ist steil. Ich gehe jetzt noch einmal hier so rum. Da ist noch was. Okay, die Gegner haben mich aus den Augen verloren. Gut. Dann vielleicht bin ich ja noch 20 so. Hier ist nichts mehr. Nein, Mann. Ich will nicht fliegen. Ja, mein, was kann der mir großartig geben, ne? Das ist jetzt hier die Frage. Irgendwie so ein Geschenk, irgendwie so, was irgendwie meine Freundschaft erhöht mit einigen Charakteren oder so. Das Einzige, was mir jetzt so einfallen will. Kann mir doch nichts Besonderes geben, ja, ne? Ich gehe jetzt trotzdem noch mal hier durch die Gegend rennen. Ich meine, diese Dinger tauchen noch irgendwo anders auf, man kann die noch woanders finden, aber was soll's, da ist noch ein toter Baum. Aber ist kein umgekippter Baum. Da sind noch tote Bäume. Ich will jedermanns Zeit verschwenden, aber was soll's. Schon 20 da, nee. Oh, 19 reichen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich wieder online so nachgucken, was ich bekommen hätte oder so, oder ob ich das bekommen habe, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Na gut, leck mich. Ich gehe jetzt und gebe das ab. Wo ich jetzt hier eine Stunde, ich bin schon eine Stunde am Sitzen, wo ich jetzt noch eine Stunde rumsitze und mit Ast absuche. Versteht ihr es? Ich Holz suche, Ast absuchen. Lacht, das war witzig. Also ich komme erstmal hier an, reiß die ganzen Bäume ab, während ich fliege. Was hast du 15 gefunden? Hier, bitte nimm das. Vielen Dank. Und das alles, was ich kriege, so ein warmes Dankeschön. Hurra, du hast alles gefunden, was ich brauche. Vielen Dank, bitte nimm das zum Lohn. Schön, dass ich helfen konnte. Denn er wird sich bestimmt auch freuen. Vielen Dank nochmal, Son Gohan. Okay. Ich würde sagen, wir beenden den Part hier. So. Das müsste sein. Das müsste sowas von sein. So. Ich beende den Part hier. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit... Ja, sehr gut. Oh, was? Okay. Geht es dann schon nächstes Mal weiter? Ich habe so meine Zweifel. Normalerweise sind die Unterbrechung voll lang, also ja. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe ja mal, es geht direkt hier zur nächsten Saga weiter. Das wäre sehr toll. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.